Ja, wir sind zurück im Rückhör und machen weiter mit Teil 2. Und du darfst anfangen. Ich darf anfangen, ja. Ich habe was gehört und zwar beim DRS. Jetzt nicht zwingend Neues, sondern eher was ganz Altes. Nämlich im Krimi-Podcast von SRF, den ja Wolfram Höll und Susanne Jansson gemeinsam machen. Also beziehungsweise manchmal auch jeweils alleine. Aber hier waren sie wieder gemeinsam am Werk und hatten ein sehr, sehr schönes und interessantes Hörspiel dabei. Nämlich der Chinese vom Cartier Latin von Louis Cavance. Die DRS-Produktion aus dem Jahr 1961 und darin springen wir ins Paris der 1950er Jahre. Da gibt es einen Kreis von Studenten und deren, naja, Anführer will ich nicht sagen, aber einer der Hauptprotagonisten dort ist der Ribaldi und der gerät ins Zentrum von Ermittlungen. Es geht um ein Verbrechen, in dem er von anonymen Briefen beschuldigt wird. Also Ribaldi soll ein Verbrechen begangen haben, das er aber wohl nicht begangen hat und er vermutet dahinter, dass da ja was Böses dahinter steckt und dass ihm irgendjemand da versucht, irgendwie reinzureiten. Und das sieht auch die Polizei zunächst zu. Die Polizei, die vertreten wird vom Kommissar mit dem wunderschönen Namen Herzchen, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil er als einfach mit dem Nachnamen angesprochen wird und immer als Herzchen bezeichnet wird, was total verwirrend ist, so wenn man das so mitten im Gespräch hat. Aber geschenkt, ja, es spinnt sich eine Intrige und zu diesem Kreis dieser Studenten, die natürlich dann alle auch in Verdacht geraten, weil Ribaldi hat eine Freundin und das könnte den einen oder anderen etwas neiden. Zu diesem Kreis der Studenten stößt dann der titelgebende Chinese hinzu. Ist zwar kein Chinese, aber trägt halt diesen Spitznamen. Ein älterer Herr, der so, ja, so ein bisschen, ja, so Vibes hat, so als wäre er jetzt der geheimnisvolle Ermittler im Hintergrund, der da irgendwie in so ein Verbrechen hineingezogen wird und das dann löst, ist aber nicht so. Im Gegenteil, er gerät dann selbst noch unter Verdacht, hat aber dann vielleicht doch noch eine entscheidende Portion am Ende dieses Krimis beizutragen. Ja, tatsächlich, ich will jetzt gar nicht viel verraten, wie es geht. Also es wendelt sich immer so ein bisschen hin und her. Mal ist der verdächtig, mal ein anderer. Dann springt es wieder zurück und am Ende steht dann tatsächlich eine sehr interessante und durchaus originelle Lösung. Das Ganze hat ein wunderbares, schönes französisches Flair, was sehr gut transportiert wird. Und apropos französisches Flair, wenn ihr den Podcast des SRF hört, da wird dann auch später darauf hingewiesen, dass es eine französische Ausgabe dieses Hörspiels vom Radio France gibt. Die kann man auch zumindest streamen derzeit noch und den Link findet ihr dann dort auch. Auch vielleicht ganz interessant, zumindest sich dort das Ganze mal fürs Hörspiel doch eher ungewöhnlichen Sprache anzuhören. Oh la la. Ja, und jedenfalls auf Deutsch findet ihr das Ganze, wie gesagt, im Krimi-Podcast beim SRF. Fand ich wirklich ein sehr interessantes Archivstück. Hat mich gut unterhalten und würde ich euch gerne auch ans Ohr empfehlen wollen. Das ist eh spannend, weil ich mich auch immer frage, wie denn wir wissen ja, oder es ist ja so allgemein bekannt, dass so Deutschland so die Hörspielnation ist. Und dass es aber in anderen Ländern auch irgendeine Form von Hörspiel gibt. Bei Amerika weiß man es ja mittlerweile und bei England, ja, England, klar, mit der BBC. Aber sonst so, ja, ist schwierig. Gibt's auch Radiosender und so. Und ja, es ist dann noch umso spannender, wenn man dann da mal reinhören kann. Finde ich super. Ja, also Radio ist ja tatsächlich überall, weil das ja überall der Vorläufer war und auch es wohl in allen Ländern eigentlich diese Idee gab, Theater ins Radio zu bringen. Das ist ja quasi so der Anfang vom Hörspiel. Das gab es ja dann tatsächlich in vielen Ländern. Was in Deutschland besonders ist, ist halt dieses kommerzielle Hörspiel. Das gibt es sonst, also in der Größe schon mal gar nicht. Und auch sonst eher nur rudimentär. Also ich glaube, gerade in der Schweiz ist halt noch so ein bisschen davon übrig geblieben, aber in anderen Ländern gibt es das eigentlich gar nicht. Und das liegt halt an so dieser Besonderheit, dass diese technische Entwicklung mit den Kassetten zu einer Zeit stattfand, als man sich in Deutschland das leisten konnte und da andere europäische Länder vielleicht da noch so einen kleinen Moment hinterhergehinkt haben und in anderen Ländern wie den USA man da schon wieder ein Stück weiter war. Und das ist dann gerade so ein glücklicher Zufall, dass das da zusammengefallen ist. Mhm. Ja.
Ja, dann steigen wir weiter durch und kommen zu Dracula versus Frankenstein. Da ist nämlich die zweite Folge erschienen am 8.9. Die Bestie von London heißt die zweite Folge von Christian Geilus. Ist natürlich auch die zweite Folge, wie die erste schon bei Folgenreich das Ganze erschienen. Und ja, auch hier groß pompös von Stil inszeniert mit bombastischer Musik, mit Granatensprechern besetzt bis in die kleinste Ritze. Das ist schon absolut irre, was hier aufgefahren wird. Ja, der Funke mag allerdings bei mir nicht überspringen. Okay. Leider auch mit Folge 2 nicht. Es geht mit einem bestialischen Verbrechen los. Ein Mann wird dahin gemeuchelt von einer Bestie, die sagenumwobene Bestie von London. Und ja, die Frage ist halt, wer ist die Bestie? Was hat die da verloren? Warum ist die dem an die Gurgel gegangen? Gerade der Mann war ein Broker. Gut, das ist ein Grund. Ja, also mir hätte es jetzt gereicht, ehrlich gesagt. Ja, aber Frage steht halt im Raum. Gibt es denn ein Motiv? Hat die Bestie da jemand abgerichtet? Man weiß, also die Polizei weiß das ja natürlich alles noch gar nicht. Wir wissen es schon, weil wir es gehört haben am Anfang. Also die Polizei nimmt Ermittlungen auf. Natürlich wird Constable Smart wieder mit dem Ganzen beauftragt. Sie ist ja die Hauptfigur letztlich mit Dracula zusammen, wenn man so will, mit ihrem Untermieter. Und sie kommt da eben hin und sieht diese hingemetzelte Leiche und entdeckt halt so ein, zwei Hinweise, die sie auf die Spur eines Chinesen bringen, nämlich dem Cheng Li. Der hat ein Chinese. Ja, ist auf jeden Fall. Der hat ein Restaurant und werden auch sämtliche Kugelfischwitze erstmal gemacht. Ja, toll. Ja, das zieht sich halt leider durch, da kommen wir aber später noch zu. Und der steht halt in Verdacht, dass er mit diesem Fall was zu tun hat. Da geht es nämlich um ein Fundstück, das die Smart da gefunden hat. Eine Blüte, eine Sonnenblume. Es ist halt bekannt, dass dieser Cheng Li nicht nur ein Restaurant betreibt, sondern auch mit Drogen dealt. Er ist ein Drogenhändler. Die Schiffe, mit denen er das Ganze macht oder mit denen das Ganze eben die Drogen ins Land kommen, haben eben alle Blumennamen. Deswegen liegt halt der Verdacht dann nahe, dass das mit der Sunflower dann zu tun hat und so wird halt die nächste Spur so ein bisschen gelegt und da wird die Smart aber dann auf eine ziemlich schiefe Fährte gelockt. Und zwar ist sie nicht die Einzige, die an diesem Fall dran ist. Nein, es sind da noch zwei so ganz männliche Polizisten, die so sehr männlich daherkommen und erstmal hier alles über den Haufen schmeißen und den Fall übernehmen und Smart in ihre Schranken weisen. Und die tauchen halt komischerweise dann auch an Bord dieses Schiffes auf. Ja, es ist die Frage, haben sie die jetzt, stecken die da irgendwie mit unter der Decke oder was ist denn mit denen? Das ist ganz komisch. Die haben nämlich so eine falsche Fährte gelegt mit so einem irgendeinem Skelett, das ist ganz merkwürdig, so ein archäologischer Fund, den Cheng Li sich unter den Nagel reißen wollte und verkaufen wollte, was aber dann alles irgendwie gar nicht stimmt. Also es ist alles ganz merkwürdig. Und just, es ist ein bisschen wie in der ersten Folge, die Parallelen ziehen sich durch, als dann höchste Gefahr herrscht und die Missy Smart an Bord dieses Schiffes fast hops geht, taucht dann Dracula auf und rettet sie wieder aus höchster Not, ist dann aber auch weg. Und das ist ein bisschen problematisch, denn Missy Smart wird dann eben durch diese zwei vielleicht korrupten Polizisten da, na, die fahren der eben an die Kandare und so wird sie quasi mit fast einem Mordverdacht konfrontiert. Also alles geht hoch her und dann treibt eben, wie gesagt, auch noch diese Bestie sein Unwesen, die, ich glaube, so viel kann man verraten, weil es relativ früh die Katze aus dem Sack gelassen wird. Das hängt alles irgendwie mit Frankenstein zusammen. Da ist er wieder, ne, der zweite Part. Frankenstein, der immer noch mit seiner Anverwandten, die ihn da ja wiederbelebt hat, in diesem Labor rumtigert und ja, diese Anverwandte beichtet dann eben ihrem Verwandten, dass sie da ja vorher schon probieren musste, ne, bevor das mit Frankenstein geklappt hat. Und eins von diesen Versuchen, das ist leider ein bisschen schief gegangen und da ist dann so ein Vieh rausgekommen und oh, jetzt ist das Vieh weg. Tja, könnte ja vielleicht mit der Bestie von London zusammen. Ja. Ja, es ist alles sehr bunt, ist alles sehr quirlig und ja, merkwürdig, in Merkwürdigkeiten getaucht und alles mit so einem Witz versehen. An verschiedenen Stellen kommt dann auch ganz merkwürdig so ein Meta-Humor mit rein. Das kann ja ganz toll sein oder ziemlich in die Büchs gehen. Also ich finde, hier ist das irgendwie, fand ich das ziemlich missraten. Da wird zum Beispiel, Spoiler vorab vielleicht, Norbert Langer, der ja der Erzähler des Ganzen ist, mit den die Geschichte involviert und wird quasi aus verschiedenen Szenen gefeuert und dann darauf hingewiesen, dass in seinem Vertrag steht, dass er in der Szene nur erzählen darf und so.
Das ist schon, das ist, fand ich, bemüht und drauf geprescht und nicht wirklich zieldienend, sage ich jetzt mal. Da halt diese Geschichte, die man, wenn man sie runterbricht, doch sehr einfach ist, mit 76 Minuten erzählt wird. Ich weiß nicht, ob man sich daran gefallen tut. Und es ist halt wie bei der ersten Folge, ich stehe davor und denke mir, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ist das jetzt ein Krimi? Ist das jetzt ein Horror und eine Komödie oder alles auf einmal und nichts so richtig? Und ich fürchte, also aktuell ist so von mir der Stand, dass es eher Letzteres ist. Dass ich komme damit nicht wirklich klar, muss ich sagen. Das hat gute Ansätze, ist an vielen Stellen originell, fällt aber dann doch irgendwie immer in so Schemata zurück. Und ich denke, das ist alles schon. Und es ist so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, man hat da tatsächlich nur so die Rahmenbedingungen gedacht. Da gedacht, geil. Hier, wie wäre es denn? Dracula, Frankenstein hat vielleicht noch so das Grundthema mit Film und gesagt, okay, wenn wir dann noch Andreas Fröhlich und etc. da mit reinkriegen. Aber dann irgendwie, ich glaube, da hat man nur so von den Eckpunkten gedacht. Glaube ich, nicht von der Story her, oder? Vielleicht. Und also das große Ding ist halt, dass man sich nicht entscheiden kann, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das jetzt Comedy? Wenn es Comedy ist, tut mir leid, dann ist es halt einfach zu wenig, oder? Also ich habe jetzt nicht die zweite gehört, aber ich habe ja die erste gehört und Dann ist das viel zu wenig. Und B auch noch an vielen Stellen bemüht und also nicht mein Humor. Ja. Da kannst nichts dafür, das ist halt so mit dem Humor. Aber weil es halt dann immer wieder auch zurückschwenkt auf den normalen Fall und den versucht zu erzählen. Und das haut nicht hin. Ja. Ganz komisch. Also für meine Begriffe, ich weiß nicht, das finden andere vielleicht toll, weil es eben so bunt ist und so. Kann ich vielleicht nachvollziehen. Aber also meins ist es nicht bis jetzt. Also ich weiß nicht, also das Problem ist ja, man kriegt ja heute eigentlich kaum noch Feedback. Ich habe im Vorfeld auch versucht, irgendwie ein paar Meinungen noch einzuholen, wie es den anderen geht. Da ist nichts. Also wirklich gewünscht. Das ist echt schade. Das ist halt heute im Streaming, ja, dann hörst du es an und wenn das nach 10 Minuten nicht gefällt, dann machst du es halt aus. Früher, dann hast du 7 Euro für eine CD bezahlt, hast sie dann gehört und dann hast du es auch durchgehört, weil du hast ja einmal 7 Euro und wenn das eben nicht gefallen hat, dann hast du dich danach in den Foren ausgekotzt. Das passiert halt einfach heute nicht mehr, weil heute heißt es dann einfach, okay, war nix, next. Und, das ist auch scheiße für die Macher. Ja, also, ja klar. Das ist doch kacke. Ja. Wenn die nix, kein Feedback bekommen. Ja. Oder nur von uns, das ist ja auch tragisch. Ja. Die sind ja sehr. Wenn man nicht mal deine Jubelperser von früher hattest, obwohl ich glaube, den einen oder anderen gibt es, glaube ich, noch tatsächlich. Aber naja. Wir sind ja schon sehr engstirnig. Also, ja, was so das anbelangt, was wir mögen und was wir nicht mögen. Ja. Ja. Naja, ist halt wie es ist. Obwohl es ist echt schade, weil es halt echt eigentlich eine originelle Idee ist, aber die, also es einfach nicht zündet. Und die Rahmenbedingungen wirklich toll sind, aber es zündet bei mir nicht. Ja. Schreibt doch mal, wie es euch gefällt da draußen. Schreibt doch uns mal. Ja. Wenn ihr es schon mit ins große Netz hauen wollt, dann schreibt heimlich uns und wir lesen es dann. Wir nennen auch keinen Namen. Genau. Ja. Gerade bei dem Ding würde es mich total interessieren, wirklich, ob das ankommt, ob das jemandem gefällt, ob es da Fans gibt, weiß nicht. Ja. Weil ich sage ja, bei Folgereich damals Jack Slaughter, das hat ja durchaus seine Fans und die das auch total abgefeiert haben und meiner Meinung nach auch zu Recht, weil das wirklich eine tolle Serie war. Vielleicht ein bisschen lang, hätte vielleicht nicht die Anzahl an Folgen gebraucht, aber so insgesamt da war das von Idee, Umsetzung und von den Skripten her eigentlich immer recht gut. Und die Cover. Ja, und die Schauspieler. Bombastisch, ja stimmt, die Schauspieler sind ja. Klebsch ist für mich heute, ist nicht mehr der Typ aus GZSZ, sondern ist für mich der Professor und wird er immer bleiben. Naja, mir war es drüber. Ich konnte die Kaffeewitze irgendwann mal nicht mehr. Ja, Gott, stell dich mal nicht an. So, apropos Grusel. Ja. Die Dreamland Grusel 49, Verführung des Bösen. Ja, hatte ich jetzt auch nur so durch Zufall reingehört. Ich hatte es in meiner Playlist drin und habe dann einfach durchgehört und dachte, ach, das ist ja genau Dreamland Grusel 59, Verführung des Bösen. Das ist ja dieses Wettbewerbsding und zwar hat der Verein für Fantastik in Marburg den Marburg Award ins Leben gerufen und da geht es darum, fantastische Stories einzusenden und die prämieren zu lassen. Und die drei besten Kurzgeschichten, die hat Dreamland als Hörspiel umgesetzt, eben auf dieser CD. Und das Thema wurde auch von Thomas Birker vorgegeben. Gut, Verführung des Bösen.
ist jetzt noch ein relativ offenes Thema und so haben wir auch drei sehr unterschiedliche Stories. Und es geht auf dem Treppchen arbeiten wir uns ab. Also es fängt mit Platz 3 an, geht über Platz 2 bis schließlich zum Gewinner-Hörstück. Und ich dachte bei dem Platz 3, wow, das ist ja tatsächlich mal ein richtig originelles Ding. Es geht darum, also man ist tatsächlich in so einer richtig gut gesetzten Kurzgeschichte. Man wird mitten reingeschmissen. Es gibt keine Erklärung, was da passiert. Man muss sich das alles so nach und nach erarbeiten. Es geht um einen Mann, der durch die Wüste geht. Es ist offenbar ein Autounfall passiert. Eine Frau ist ums Leben gekommen und er schlägt sich jetzt durch die Wüste durch und hat ein Paket da. Er wird von jemandem begleitet, der auf ihn einredet und ihm das Paket abschwatzen will. Und der Mann lässt das nicht zu. Und die Wüste, man kann sich's vorstellen, heiß, nicht zu trinken und schwierige Situation. Und du hast ständig jemand, der dir irgendwelche Verlockungen und Lobpreisungen verspricht. Also er sagt, er bringt ihn auf kurzem Wege zur nächsten Oase oder besorgt ihm was zu trinken. Und er hat auch immer irgendwas, er zieht immer irgendwas aus der Tasche. Und das wirkt erstmal total merkwürdig und dann so mit der Zeit, naja, da kommt man dann dahinter, wo der Hase hier langläuft. Und das findet dann ein Ende, was man sich dann so im Nachhinein auch erklären kann, beziehungsweise wo es dann auch so im Laufe der Story drauf hinauslaufen muss. Also es überrascht einen jetzt nicht mehr allzu besonders, wenn man sie also eins und eins zusammenzählt, kriegt man diese Fäden schon vorab sortiert und ist dann, wie gesagt, vom Finale nicht mehr sonderlich überrascht. Aber das fand ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Kurzgeschichte. Ich dachte, ach, guck mal, das Platz 3. Dann sind ja noch, das sind ja dann noch zwei, die dann wohl noch besser sind. Spoiler? Nein. Schade. Ja, tatsächlich. Also das fand ich tatsächlich ein richtig gutes Ding, diese erste Story, die von einem Autor, der sich Lyakon als Pseudonym gewählt hat. Also man weiß nicht genau, wer dahinter steckt. Aber also die fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Sehr gute Story. Könnte ich mir gut bei den Midnight Tales vorstellen. Also da hätte das wirklich wie die Faust aufs Auge reingepasst. Gut, Folge 2, da geht es um eine Frau, die als Influencerin arbeitet und aber wenig erfolgreich ist und hat nur so eine Handvoll Follower, also so ähnlich wie wir. Und sie wird dann aber oder stolpert dann über einen anderen Influencer, der ihr folgt und der deutlich mehr Follower hat. Und er sagt, ja, er hat da eine Idee, wie sie da die Follower steigern kann und empfiehlt ihr dann eine App, die sie nutzen soll. Und mit der wäre das dann überhaupt kein Problem, wenn sie damit ihre Posts erstellt, dann wird das schon laufen und sie kriegt dann diese App, lädt die runter und ja, akzeptiert dann auch die AGBs, wie sich das gehört. Dummerweise steckt in diesen AGBs im wahrsten Sinn des Wortes der Teufel und ja, sie kriegt zwar mehr Follower, aber es passiert dann in ihrem Umfeld, in ihrem privaten Umfeld auch Erschreckendes und ja, was genau will ich nicht verraten, aber es ist schon sehr drastisch, was passiert und ja, die Frage, ob sie da aus diesem Pakt mit dem Teufel wieder rauskommt, das hört ihr vielleicht selbst. Fand ich okay, aber leider im Vergleich zur ersten Story war das mir nicht originell genug. Das war halt dieses typische Faustthema, was man jetzt auf Social Media so ein bisschen angewandt hat. Und ja, das ist alles nicht sonderlich überraschend und schon sehr vorhersehbar. Also es ist schon beim ersten Mal klar, okay, der verspricht dir jetzt irgendeine App und da weiß man schon, naja, klar, da ist halt irgendwas faul und sie wird da über den Tisch gezogen und ja, so ist es dann natürlich auch. Und gut, die Überraschung ist dann noch, schafft sie es da rauszukommen oder nicht? Das bleibt dann am Ende ja noch so die einzige, was das Finale noch ausmacht. Aber fand ich dann tatsächlich ja schon eher überschaubar gut, also eher gar nicht gut. Also hätte ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht. Also war auf jeden Fall, fand ich die deutlich schwächer als die erste Folge. Auch schwächer, vielleicht nicht ganz so schwach, war dann das, was auf Platz 1 landet. David Schmeer hat sich da eine ja richtige Science-Fiction-Story ausgedacht. Wie gesagt, man erinnert sich, es ist ein Fantastikpreis. Da geht es jetzt weniger primär ums Grusel, sondern man hat hier, also beziehungsweise David Schmeer hat sich gedacht, naja gut, Science-Fiction, das ist ja auch Fantastik und Fantastik ist
ja eigentlich so das Standardthema dafür. Und da geht es auch um Raumschiffe. Es geht um eine Raumschiffmission, die verschollen sein soll und ein Hilferuf gang zur Erde. Und die Angehörigen des eines verschollenen Piloten machen sich jetzt heimlich auf den Weg, diese Mission irgendwie zu retten und erwischen dann auch das ursprüngliche Raumschiff. Gehen da drauf und da ist halt keiner mehr. Aber sie finden Sprachnachrichten und da ist dann schon dieser einzige, also beziehungsweise einer der Schwachpunkte dieser Story. Sie finden dann immer genauso viele Sprachnachrichten, wie sie gerade brauchen. Also es taucht dann immer so die passende Sprachnachricht aus, um die Story wieder so um ein paar Ecken weiterzudenken. Und ja, das hat natürlich auch einen Hintergrund, den ich jetzt natürlich nicht verraten will, weil, wie gesagt, das ist ja dann auch das, was die Story trägt. Das ist auch ganz okay. Aber ja, also ich sage mal so, wenn das so im Rahmen von der Zukunftschronik wäre das okay gewesen, kein Highlight. Hier tatsächlich der Platz 1, schwierig. Also ja, es ist Science Fiction, ist vielleicht bei dem Klientel, was da in der Jury sitzt, ist das vielleicht das Thema der Wahl. Aber ja, die Story fand ich jetzt nicht so hintergründig und so gut, dass ich sagen würde, das war tatsächlich der Platz 1. Wie gesagt, ich bin Fan des Platzes 3. Und naja, aber insgesamt kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich das Ganze nicht gut unterhalten hätte. Das will ich da gar nicht in Abrede stellen. Aber ja, so ein bisschen schwierig, wenn es halt mit so einem wirklich guten Ding anfängt und danach kommt halt eh nur so Durchschnitt und beziehungsweise eher schwache Storys hinterher, dann war es dann schon so ein bisschen schwierig. Auch die Umsetzung hat mir bei allen drei, hatte ich hier und da immer was zu kritisieren. Also bei der 2 waren die Schauspieler nicht wirklich gut. Bei der 3 ist es schon, also bei dem Platz 1 ist es schon ein bisschen besser. Bei dem ersten, da trägt halt die Story ziemlich viel und dadurch ist die Schauspielerei da vielleicht nicht ganz so im Vordergrund, zumal die Personen auch relativ starr in ihrer Rolle sind. Ja, was rede ich eigentlich so lang? Na ja, gut, es waren noch 3 Storys. Ja, also gönnt euch das einfach mal, hört vielleicht mal rein. Also wie gesagt, die erste würde ich euch ans Herz legen, die anderen 2, naja, kann man mitnehmen, aber ja, meins war es nicht so unbedingt. Das ist eine schöne Idee irgendwie. Ja, finde ich gut. Ja, 3 so Kurzgeschichten mal zu verhörspielen. Ja, also es kommt auch tatsächlich dann mal auch ein bisschen was Frisches rein. Also wie gesagt, die erste Story, das hätte sich schon gelohnt. Das hätte ich gerne auch in einem anderen Format gerne gehört, weil das halt wirklich ein bisschen originell war. Wie gesagt, die anderen 2 eher nicht. Aber naja, aber immerhin 1 von 3 ist ja auch schon was. Oh. Apropos, es kommt was Frisches rein. Ja, endlich. Edgar Wallace. Folge 5 erschien bei Saphir Tonart in dieser Edgar Wallace-Reihe. Und das trägt den Titel Gangster in London. Ja. Und kam am 4.8. wie gesagt bei Saphir Tonart aus. Sven Schreivogel hat das Ganze regisiert und es ist auch von Edgar Wallace. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, oder? Ja, sämtliche Versatzstücke kommen drin vor. Ja, das kann man ganz gut anhören, aber es ist halt Edgar Wallace. Man muss sich drauf einstellen. Ja, es ist halt wirklich, man darf sich nicht da, also nicht denken, da käme jetzt irgendwas sonderlich Originelles. Es ist halt wirklich so alles wie in jedem anderen Edgar Wallace auch. Was ich vielleicht noch ganz interessant fand, war das mit den 2 konkurrierenden Banden, die quasi die gleiche kriminelle Masche haben und da so dieses mit diesen Erpresserbriefen, das relativ originell, also nicht originell in dem Sinne, aber dass man da so einen Schwerpunkt drauf legte, das fand ich ganz witzig. Also, dass diese Typen, also dass man da die einen mit rotem Farbband auf der Schreibmaschine schreiben, die anderen mit grün, das war schon also so als Schwerpunkt nicht ganz so, was man das bei Wallace erlebt. Also das fand ich dann schon relativ originell, aber so alles andere, auch dass dieser amerikanische Detektiv dann damit reinkommt, das ist auch schon, das ist auch in jedem zweiten Edgar Wallace-Krimi so. Und natürlich die Auflösung, ja. Es ist Edgar Wallace tatsächlich. Also, aber ich glaube tatsächlich, diejenigen, die damals die Europa-Reihe gut fanden, die könnten das hier auch gut finden, glaube ich, oder? Also ich glaube, so vom Sound her kommt das da schon ziemlich hin. Das trifft man ganz gut doch. Ja. Auch wenn es nicht meins ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich habe mich da auch mehr durchgequält und immer mal so auf die Player-Nadel geguckt, wo die denn steht, wie lang es denn noch ist, weil es halt... Du hast auf die Player-Nadel geguckt. Ja. Ja, wie nennt man das denn? Ja. Ja, siehst du? Player-Nadel. Natürlich. Finde ich gut. Ja. Ja, ein Tacho ist eine Tachonadel. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Tja.
Ja, kurz und knapp und schmerzlos. Genau. Für Fans tatsächlich. Also für die Fans, genau. Passt wirklich. Deutlich mehr, finde ich immer, ist erwischt. Zeitreise ins Verbrechen, es kam Folge 14 raus. Einmal, weil das, finde ich immer, sehr, sehr gut gemacht ist, toll geschauspielert ist. Ich sag's jedes Mal von den, vor allem von den drei Jugendlichen, es sind keine Jugendlichen mehr mittlerweile wahrscheinlich. Also ja, in der Rolle schon, oder? In den Rollen, ja, Jugendliche. Ja. Das ist, wie man die drei Fragezeichen Jugendliche nennt. Julian Greis, Tim Kreuer, Katharina Gast, die machen das 1A-Bombe, wie immer. Und wenn dann obendrein noch ein Fall kommt, von dem man noch, also ich noch nie was gehört hat und der wirklich total spannend ist, dann ist das wieder mal eine 1A-Bombe-Folge. Es geht dieses Mal um Anna Rothe. Anna Rothe, die hatte ein persönliches Schicksal erlitten und bei diesem persönlichen Schicksalsschlag hat es irgendwie, ist jetzt im Nachklapp so für mich jetzt die Vermutung, dass es bei ihr da irgendwie Klick gemacht hat und das hat sie auf die Spur gebracht und die Zeit war eben auch so spiritistisch, sage ich jetzt mal, dass sie sich als Geisterseherin verdingt hat und erst im familiären Bereich, aber dann eben dadurch, dass sie auch jemanden kennengelernt hat, der sie ja letztlich gemanagt hat, nennen wir das Kind beim Namen, hat sich das Ganze eben deutlich ausgedehnt und ja, das war halt eine Betrügerin. Wann war das? Ist das so 1900 rum dann? Ja, ich glaube ja. Als Arthur Conan Doyle auch so, also als dieses Okkultismus-Thema so ein Ding war wahrscheinlich, ja. 1850 bis 1907, ja. Okay. Und obendrein spannend, weil es sehr lokal Kolorit tatsächlich hat, denn das spielt in Altenburg und es ist in Sachsen und sie sächselt tatsächlich auch. Und das ist total ungewöhnlich für erwischt, weil da irgendwas mit dem Dialekt oder so, außer halt, ja, okay, außer es geht um Fremdsprachen tatsächlich, aber sonst sowas Regionales, sage ich jetzt mal, hatten wir jetzt so noch nicht. Und es ist wirklich die Schauspielerin von Anna Rothe, die sächselt dann tatsächlich auch. Was nur so bedingt Sinn ergibt, weil halt nur sie sächselt. Also gerade am Anfang, wo es diese Familiensituation ist, da hätte man vielleicht die anderen noch ein bisschen mehr mit reinnehmen können. Aber ansonsten finde ich das auch eine tolle Idee, was dem Ganzen wirklich auch so eine Authentizität nochmal so ein bisschen verleiht, ein bisschen mehr. Und der Gag dieser Folge ist halt, dass wir zwar irgendwie wissen, dass die wahrscheinlich eine Betrügerin war, sonst wird die Geschichte ja nicht in dem Buch auch stehen. Aber, also die Kids werden da auch reingeschmissen und trauen ihren Augen da selber nicht, was sie da gerade sehen. Denn da erscheinen aus dem Nichts Blumen zum Beispiel und Gegenstände. Und die Frage ist halt ja, wie zum Hack hat die das denn gemacht? Weil damals gab es ja noch nicht die Mittel, die einem Zauberer zur Verfügung stehen oder irgendwie so. Und dann hat man auch noch diese in Tüdelchen bodenständige Frau da sitzen. Also es ist ganz merkwürdig. Ja, und so schwankt das halt immer tatsächlich von Sitzung zu Sitzung, wo sie beiwohnen, dass ich immer denke, ja, ist das, wie konnte das denn jetzt passieren? Ja, aber das ist, okay, der Trick, das könnte das und das sein. Und dann nähert man sich so nach und nach der Auflösung des Ganzen, wo dann die Polizei natürlich mit ins Spiel kommt. Und dann, ja, geschieht natürlich, es ist erwischt, noch etwas, was über die Geschichte so ein bisschen hinausweist, sage ich jetzt mal. 1A-Bombe-Folge, 51 Minuten, hochspannend und toll geschauspielert. Also was soll ich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Serie. Und also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da bitte mal rein. Gerade in die Folge, die fand ich richtig gut. Und man lernt auch noch was dabei. Oh, guck. Fand ich super. Ganz toll. Ja, dann kommen wir zum Gruselkabinett. Und oh, hast du auch gehört? Habe ich auch gehört. Ja, die 185, die Musik des Erich Zann. Natürlich, eine Musikfolge. Muss man ja gehört haben. Ja, eben. Deswegen, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf deine Meinung. Ja, von Howard Philip Lovecraft bei Titania natürlich. Zur Geschichte selbst. 1921 spielt das Ganze in Frankreich. Ein ehemaliger Student denkt sich so zurück und geht auch dorthin zurück, wo er studiert hat und erinnert sich und erzählt uns das quasi als Zuhörer, dass er damals in einer ganz besonderen Straße gewohnt hat, der Rue d'Orsay. Und diese Straße war schon damals irgendwie sehr merkwürdig, weil, also das konnte man, also finde ich, ich habe mir das sehr gut vorstellen können, dass diese Häuser sich so geneigt haben und dadurch so eine Düsternis irgendwie auf diese Straße geworfen haben. Also das fand ich ganz toll dargestellt irgendwie und erzählt. Also ich bin da richtig reingezogen worden in diese Straße schon am Anfang.
Das Merkwürdige ist aber, er findet diese Straße nicht mehr. Und egal, wen er fragt, keiner erinnert sich letztlich an diese Straße. Und so erzählt er halt von dem, was ihm damals passiert ist. Er ist eben dort in einem Haus untergekommen mit einem sehr mürrischen Vermieter, der ihm dann ein Zimmer zuweist. Und dieses Zimmer ist relativ weit oben in diesem Haus. Nur ganz oben, da ist dieser Erich Zann, der ein Musiker ist und die Viola da Gamba spielt, also ein ganz besonderes Instrument. Und so zieht er eben da ein, kriegt diesen Mann aber auch nicht wirklich zu sehen, sondern zu hören erstmal und hört die merkwürdigen Klänge, die dort gespielt werden. Tolles Motiv, fand ich. Also das taucht ja ab und an auf. Da ist so ein bisschen der Haken bei der Geschichte, finde ich. Kommen wir noch dazu. Dieses eine Motiv immer mal kommt, aber dann nicht ausgespielt wird. Also es ist auf jeden Fall irgendeine merkwürdige Musik, die da rauskommt, die ihn so fasziniert, diesen damals jungen Studenten, dass er natürlich dann irgendwann mal bei Erich Zann selbst landet und mit diesem Mann konfrontiert wird, der toll fürs Hörspiel nicht sprechen kann. Eins Bombe. Was, finde ich, ganz toll geschauspielert ist, weil man sich dieses Gegenüber allein durch diese Atmer total gut vorstellen konnte. Also ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Das fand ich sensationell. Also erst habe ich gedacht, das kann ja nicht funktionieren, wenn der jetzt gar nicht spricht. Okay, lässt er vielleicht die Musik sprechen, aber nein, die unterhalten sich ja dann rudimentär zumindest so ein bisschen. Und das ist, finde ich, fantastisch gelöst, also von der Regie. Ja, und dann sagt er eben diesem Zann, eben, dass er die Musik gehört hat und die so toll findet. Und der reagiert ganz merkwürdig und will ihn eigentlich immer schon gleich wieder rausschmeißen, aber spielt dann tatsächlich für ihn. Nur, dass die Musik zwar schön ist, aber irgendwie nicht diesen Flair hat, den diese Musik hatte, als er nicht in diesem Raum war und heimlich quasi zugehört hat. Ja, und so kommt's halt, dass diese Musik ihn immer mehr in den Bann zieht und bis es dann eben, wie viel soll man verraten? Ja, kann man überhaupt was verraten? Und was soll man denn verraten, ist die Frage. Das Ding ist nämlich, das kriegt zwar schon so eine Art Höhepunkt, wo auch ein tolles Bild, finde ich, gemalt wird von Lovecraft mit diesen Sternen und so. Das fand ich ein ganz spannendes Bild auch. Ja, aber das dann auch so ein bisschen so im Nichts endet letztlich. Und man dann so aus dieser Geschichte dann irgendwie so entlassen wird, sage ich jetzt mal. Und das fand ich zwar merkwürdig, fand ich aber noch in Ordnung. Was ich problematisch fand an dem Ding ist tatsächlich, dass diese Musik nicht ausgespielt wird. Also diese Merkwürdigkeit der Musik. Also man hat halt dann, man fällt immer mal auf dieses wirklich tolle Thema dann zurück. Aber so richtig ausgespielt, weil also es wird dann berichtet, dass der in die wildesten, weiß ich jetzt nicht, Melodieverwicklungen da irgendwie sich hochschraubt und so. Und das hört man halt dann nicht. Ja, das hat mich nämlich auch gestört, dass diese Musik, das Thema eigentlich zu keiner Zeit zu dem passt, was erzählt wird. Ja. Also es ist immer, also entweder es geht mal irgendwie darum, dass es so eine besondere Melodie, so eine packende Melodie ist. Du hörst dann nur so ein bisschen lahmes Gefiedel. Ja, so wo denkst du, da ist doch nichts packend dran. Und dann auch diese Steigerung, wo es dann darum geht, als er dann immer mehr und immer wilder spielt und es bleibt immer eigentlich auf einem Niveau, was man hört. Also ich finde ja, ich vermute mal, was man hört, ist tatsächlich eine Gambe, oder? Vermute ich mal. Es ist Klang so, ja. Ja, also wie ein schräges Cello im Endeffekt. Ja, genau. Das ist quasi die Bratsche. Ja. Unter den Cellos, ja. Ja. Celli. Willst du noch einen Bratschistenwitz hören? Ein Bratschistenwitz. Ich hatte eine Musiklehrerin, die Bratsche gespielt hat. Und wir haben quasi jede Stunde zwei Bratsche-Witze von ihr bekommen. Aber erzähl mal, immer. Warum gehen Bratschisten nicht gerne auf den Friedhof? Weiß nicht. Zu viele Kreuze. Oh, schön. Ach, ja. Ja, das ist die einzige Merkwürdigkeit und das einzige eigentlich, was ich dem vorwerfen will, weil an sich hat das eine ganz tolle Atmosphäre, fand ich. Ja, das stimmt. Also ich fand das auch die Story, gerade weil die auch den Hörer so in der Luft hängen lässt, fand ich wirklich toll. Also das war wirklich sehr, sehr originell und das hat mit dem Genre auch total gerecht. Also dass das so tatsächlich einen Schauer verbreitet und eben dann nicht am Ende einfach sagt, so und jetzt Auflösung und jetzt alle haben sich lieb und
alles ist geklärt, was man da hört, sondern nee, es bleibt alles so unklar und das fand ich wirklich toll an dem Ding. Ja, es ist halt auch wieder, was halt Titania kann, ne? Diese Atmosphäre zaubern und halt die Schauspieler lenken. Also gerade auch wieder vielleicht, auch wenn es gemein ist, ein Tipp für alle Hörspielmachenden, hört euch mal diese Szenen an, wie er wirklich mit einem Stummen spricht. Also das ist irre. Und das funktioniert, weil eben die Regie da so gut ist. Ja. Und das ist, also das fand ich absolut faszinierend. Wirklich ganz toll. Gut, über die Gambe reden wir halt nochmal. Ja, ja. Gut. Ja, ich habe dann mal was von Pandora's Play gehört tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Hörgespinste haben eine neue Folge mit dem Titel Tausend und ein Abenteuer. Und wie dieser Titel schon vermuten lässt, wird das nicht ein 0815 Gruselhörspiel mit Vampir. Und nein, eigentlich tatsächlich überhaupt nicht. Eigentlich auch ganz genrefremd, denn wie Tausend und ein Abenteuer schon vermuten lässt, tauchen wir in die Welt von Sindbad und Co. ein. Denn dieser nämliche Sindbad wird von einem Zauberer gefangen genommen und in Gefangenschaft gehalten. Und Scheherazade, die wir ja aus Tausend und einer Nacht kennen, die macht sich jetzt auf und versucht, Sindbad aus den Klauen dieses Zauberers zu befreien. Und da sie das nicht allein kann, da holt sie sich noch ein paar Gefährten, unter anderem zum Beispiel Aladdin und dessen Djinn und auch später noch Ali Baba, auch der kommt noch mit und ja, die erleben dann also A, eine interessante Reise, also A, um die mal die alle einzusammeln, so nach und nach, was auch nicht so ganz einfach ist und natürlich, man kann sich das ja oder beziehungsweise man kennt das ja so, dass da nicht alle so gleich Feuer und Flamme sind und da doch ein bisschen über Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. So mündet das Ganze eigentlich ein, dass man also eigentlich nur dieses Gefährtensammeln hat und dann zu Sindbad bzw. dem bösen Zauberer zu kommen, um eben Sindbad zu befreien. Ob das natürlich gut geht, das verrate ich natürlich auch nicht, aber ja, kann man sich ja denken. Aber es hat tatsächlich auch noch eine Überraschung am Ende parat, die ich so nicht kommen gesehen habe und wo ich dann dachte, ach, guck mal, Hut ab. Was mir richtig gut gefallen hat an dieser Story, ist diese Einbindung der Figuren. Wie gut das gelingt, da eine flüssige Story zu erzählen, also mit diesen bekannten Charakteren, die auch alle so ein paar Charaktereigenschaften mitretten in diese neue Story. Und das Ganze wirklich sehr interessant machen. Es ist ein bisschen schwierig, was das Ganze im Kosmos der Hörgespinste verloren hat. Aber andererseits, wo soll's auch sonst hin? So als Einzelhörspiel, ja, schwierig. Und aber es ist halt eigentlich tatsächlich kein Gruselhörspiel im klassischen Sinne. Es gibt natürlich spannende Szenen, aber das hat jetzt mit dem Genre eigentlich wenig zu tun. Also es wäre wahrscheinlich so als Sonderfolge besser aufgehoben, aber sei es drum, es geht ja um das Hörspiel an sich. Und das fand ich tatsächlich sehr originell. Die Story, also der Plot ist jetzt nicht vielleicht überbordend, aber dieses tolle Erzählen mit diesen Figuren, mit diesen bekannten Figuren, die in eine neue Story zu gießen, das ist wirklich gut gelungen und das hat mir auch sehr gut gefallen und hat mich wirklich gut unterhalten. Alles andere ist ja auch eher nebensächlich. Also von daher würde ich sagen, hört euch das gerne an. Wie gesagt, wenn ihr auf das Genre dieser Märchenwelt von Tausend und einer Nacht steht, dann gefällt euch das garantiert und für alle anderen vielleicht doch einfach mal ein Ohr riskieren, auch wenn es vielleicht so von der Einordnung in diese Serie vielleicht eine kleine Mogelpackung ist. Cool, schön. Ja. Dane Rahlmeier hat das ja geschrieben. Ja. Auch interessant. Der hat ja für Pandora's Play doch diese Science-Fiction-Geschichte geschrieben. Ja, die Dunkle Meer der Sterne ist. Dunkle Meer der Sterne, genau, richtig, ja. Ja. Schön. Da kommt ja auch demnächst noch was. Und Björn Korthoff hat es bearbeitet. Schön. Ja. Ja, dann zu Poe Mortem. Poe Mortem hat auch wieder zugeschlagen und am 25.09. ist die dritte Folge dieser kleinen, feinen Serie rausgekommen. Folge 3 widmet sich natürlich auch wieder einer Poe-Geschichte und zwar einer, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, sage ich jetzt mal, nämlich der Goldkäfer. Und Konstantin Wiedemann hat das Ganze wieder für Saus und Braus, so heißt das Label, ins Hier und Jetzt transportiert und wir starten damit, dass ein Anwalt ins Gefängnis geht zu seiner Mandantin.
die so ein bisschen so gelangweilt daherkommt und ganz merkwürdig so ein bisschen erstmal. Diese Person sitzt deshalb im Gefängnis. Ja, warum? Man weiß es nicht so genau. Der Anwalt ist sich seiner Sache auch nicht so wirklich gewiss. Also es herrscht am Anfang so ein bisschen so Kopfkratzen, sage ich jetzt mal so. Allgemeines Kopfkratzen. Und dann beginnt eben diese Frau diese Geschichte zu erzählen, wie sie halt auf diesen Goldkäfer gestoßen sind und der Hinweise dann auf diese Schatzkarte geliefert hat. Und mit dieser Schatzkarte hat sie dann einen Kompagnon noch aufgegabelt und ist eben auf Schatzsuche gegangen. Und dann nimmt das halt so seinen Verlauf, wie man es beim Goldkäfer von Poe halt so kennt. Ne? Dann landen sie eben auf dieser Insel und dann gibt es dieses ominöse Rätsel mit diesem Totenkopf. Ja, und dann ist halt, fragt man sich halt die ganze Zeit, ja, warum ist sie denn jetzt im Gefängnis gelandet? Ja, da kommt dann vielleicht am Ende dann noch was auf euch zu. Eventuell. Mal gucken. Kein Spoiler. Kein. Ja, kurz und knapp. Der Goldkäfer ist halt ein bisschen, hat halt, also für mich jetzt immer nicht so den Impact wie so die Geschichten, die so mehr auf das Psychologische anspielen, sag ich jetzt mal. Der hat halt dieses merkwürdige Abenteuerige drin. Ich fand halt diese Geschichte dadurch merkwürdig, hauptsächlich durch diese Hauptfigur tatsächlich, die da so einen ganz merkwürdigen, fast schon gelangweilten Ton an den Tag legt. Und also es ergibt dann schon irgendwie Sinn, letztlich vom Ende her betrachtet, aber ich fand das am Anfang ganz komisch und hat mich auch eher so stutzen lassen, sage ich jetzt mal. Und auch wie der Anwalt so reagiert und so am Anfang, der kommt halt so unbeholfen daher und so. Das ist alles ein ganz merkwürdiges Setting am Anfang, sage ich jetzt mal. Und ja, auch immer gefragt habe, wie kommt man denn jetzt auf diese Goldkäfer-Geschichte? Wie kommt man denn da jetzt irgendwie rein? Ja, passiert dann, aber es ist also so insgesamt ein bisschen merkwürdig erzählt, würde ich sagen. Also ich fand's wie schon bei der letzten Folge einfach nicht gut ins Hier und Jetzt transportiert. Also man hat da ja eigentlich gar keinen modernen Bezug. Also man erzählt ja quasi die Story 1:1, nur dass er halt heute spielt, aber und dadurch wirkt das Ganze auch halt so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, warum findet man jetzt? Also man kann ja das Thema Schatzsuche, steht ja da drin. Ich glaube, die meisten werden die Story auch aus irgendeiner Form kennen. Das wirkt so befremdlich. Also das ist, also entweder hätte man das vor 300 Jahren spielen lassen müssen oder bei TKKG geht das vielleicht auch nochmal oder Fünf Freunde. Aber also als erwachsene Story, weiß ich nicht, ist mir das irgendwie bisschen sehr befremdlich zukommen. Oder wenn man halt diesen Schatz, um den es geht, irgendwie besonders gemacht hat, dass das halt irgendwie eine Verbrecherbeute ist oder sowas wie versteckt war. Also so irgendwie das Ganze irgendwie so ein bisschen greifbarer machen, aber das nicht so als tatsächlichen Schatz irgendwie da stehen zu lassen. Das wirkt so ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Und was mir halt auch da fehlt, ist so dieses, was in der ersten Folge drin war, so ein, was tief geht, also das Thema hier zum Beispiel, hättest du ja das Thema Gier irgendwie ausarbeiten können, ne? Das ist doch das, worum es hier geht und was über allem schwebt, aber das ist halt nicht wirklich greifbar in dieser Version der Geschichte und das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja, weil auch dieser Bruch so plötzlich kommt, ohne dass das irgendwie, also in der Originalstory, da spürt man ja schon den Weg da so ein bisschen hin, also da ist ja schon die so eine Steigerung drin und hier ist das so, geht einfach der Schalter um, dann ist das Problem da. Ja, das fand ich zwar überraschend, aber einfach nicht glaubhaft. Schade. Schade. Hätte man mehr draus machen können. Mal gucken, wie es mit der 4 wird. Ja, genau. Ja. Kommt ja dann Ende Oktober bestimmt. Geht's ja dann bestimmt direkt weiter. Wir werden weiterhören. Ja, dann kurzer Einschub. Ich habe mit meinem Kind Schlau wie 4 mal wieder gehört. Und zwar waren wir da auch im Auto wieder irgendwo unterwegs. Habe ich mir gedacht, da habe ich mal eine Folge mit ihm gehört. Das fanden wir beide ganz gut eigentlich. Und warum soll man da nicht mal wieder reinhören? In die Folge 34, Abenteuerwüste verirrt in der Sahara. So, das ist ja eigentlich eine sehr merkwürdige Serie, wo es darum geht, dass letztlich die Jugendlichen da einfach mal so in andere Welten einsteigen können. Das holpert ein bisschen.
wenn man das aber mal so einfach so hingenommen hat, ne, die haben halt da sowas, wo sie in Zeit und Raum quasi springen können und wodurch man eben auch andere Kulturen zum Beispiel kennenlernen kann, ist das ja okay, ne? Das ist dann einfach so ein Vehikel, wenn man das hingenommen hat, dann ist das okay. Man wird nämlich dann tatsächlich mit einer ziemlich coolen Folge dann tatsächlich belohnt, wo man mit den Vieren dann tatsächlich in die Wüste richtig eintaucht. Der Ansatzpunkt ist, dass die Verwandtschaft von Pia, also von einer von den Vieren, mal in der Wüste war und dort Forscher war. Genau, so kommen sie eben an diese Geschichte, dass sie da überhaupt hinwollen. Und da ja kommen sie halt dann direkt wirklich mitten in die Wüste, in die Sahara, wo sie dann halt ein ziemlich dickes Abenteuer erleben. Da sind sie dann erstmal nämlich unterwegs und dann ist auf einmal Lisa weg. Lisa ist die Zwillingsschwester von Pia. Und das Problem ist, ne, mal klar, sie ist weg, mitten in der Wüste. Und in der Wüste verirrt man sich sehr schnell. Und das ist sehr eindringlich und eindrücklich beschrieben tatsächlich, als man da mit Lisa dann mitten im Nirgendwo alleine ist und nicht mehr weiß, wo der Rest von der Mannschaft ist. Und das ist natürlich hochgefährlich, ne? Also in der Nacht wird's schweinekalt und tagsüber muss man nichts groß dazu sagen. Und dann gibt's ja noch so Tierchen und so weiter. Und dann bekommt sie aber Hilfe und dadurch kommen wir dann auch diesen Wüstenkulturen so ein bisschen nah. Und das ist, fand ich toll tatsächlich. Das ist, ja, ob es authentisch ist, weiß ich jetzt nicht, aber es hat sich recht gut angefühlt tatsächlich. Und kommt dann noch dieser Gag dazu, dass der Wüstenforscher natürlich dann auch nochmal eine Rolle spielt, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten, sondern eher im Gegenteil. Das ist dann tatsächlich auch ganz lustig. Also ist humorisch an bestimmten Stellen ziemlich gut geschrieben, weil man, glaube ich, zumindest partiell einen ganz guten Einblick bekommt vom Leben in der Wüste. Und ja, das Ganze sehr abenteuerlich gestaltet und durchaus auch mit so einem Druck. Also, weil es herrscht da Lebensgefahr letztlich für Lisa, was aber ganz gut dargestellt ist, so dass man es auch mit jüngeren Kindern hören kann, problemlos. Also, fand ich ganz interessant und eine gute Folge. Also ich glaube, Schlau wie Vier, das werde ich mir jetzt öfter mal gönnen. Okay, das klingt doch gut. Ganz nett doch. Ja, du darfst gleich weitermachen. Du hast was von Pandoras Play gehört. Natürlich habe ich die Seaport Secrets auch gehört. Die Folge 19, Kampf um den Koffer von Katja Behnke. Es geht damit los mit einem Überfall, den Jack und Cliff zufälligerweise mitbekommen. Also sie sind da selber in so einem Laden. Der Ladenbesitzer hat halt für einen anderen Kunden da, ja, Edelsteine, halt irgendwas was Wertvolles halt hingelegt. Und die Person, die sich das angucken wollte, die ist halt dann weg. Und Jack und Cliff hinterher, aber zu spät. Und so müssen sie betröppelt von dann ziehen. Aber nicht so wild, denn der gute Onkel Curtis, den wir auch schon kennenlernen durften, der schippert mal wieder durch die Gegend und Jack und Cliff haben Ferien, deswegen dürfen sie mitfahren und zwar nach Florida. Na, ist doch cool. Sind halt damit an Bord und das ist alles ganz merkwürdig, denn da ist was richtig dolles schief gelaufen. Cliff hat nämlich so einen ganz besonderen Koffer, sind aber diverse Vertauschungen passiert an Bord. Die ganzen Koffer wurden verwechselt, weil da diese Marken, die da dran sind, wo der Name dran steht, irgendwie alle verschütt gegangen sind. Also ein Riesenchaos an Bord. Und so landet halt ein Koffer bei den beiden, der zwar irgendwie aussieht wie Cliffs Koffer, aber er ist es nicht, denn er hat da nicht so hat halt nicht so besondere Merkmale, die Cliffs Koffer hat. Sie können diesen Koffer ja auch nicht einfach öffnen, um dann herauszufinden, wer das ist. Das macht man ja auch nicht. Das ist merkwürdig und ja, dann passieren tatsächlich auch noch Überfälle und ihre Kabine wird durchsucht und alles ist ganz komisch. Und dann machen sie eben doch den Koffer auf und ja, entdecken sein Geheimnis oder nicht? Und um was es dann letztlich geht, ja gut, also das ist schon so ein bisschen wie so ein roter Teppich ausgerollt, ne? Dass man dadurch, dass man da am Anfang diese Szene mit den Edelstein-Dieben und so hatte, ist das schon so ein bisschen, liegt das schon so ein bisschen nah auf der Hand. Und das ist so ein bisschen auch das Problem von der Folge, dass das schon alles sehr hingedeichselt ist. Ich habe mich dann manchmal gefragt, ja, wie groß können denn die Zufälle sein mit diesen zwei Koffern? Und da, dass dann tatsächlich die auf dem Schiff landen und dann tatsächlich mit den Gangstern da aufeinandertreffen und es ist schon alles ein bisschen der Kommissar Zufall, was über dieser Folge hängt. Das hat es mir auch ein bisschen verleitet, muss ich sagen. Ansonsten kriegt man halt das, was man bei den Seaport Sequels immer kriegt, so diese ruhigere Gangart. Ab und an hat mich auch gestört, muss ich sagen.
so mancher Sprecher, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, also Onkel Curtis zum Beispiel, der fällt schon so ein bisschen immer aus dem Rahmen, wenn der auftaucht. Und am Anfang haben wir so eine, was wir bei Seaport Secrets auch ab und an mal haben, so eine Familienzusammenkunft oder Feier, die auch komisch ist, weil da die Sprecher irgendwie auch von verschiedenen Seiten komisch wirken, sage ich jetzt mal. A, vom Schauspielerischen und dann B, auch noch so akustisch. Das klingt alles ein bisschen arg eckig. Also ich mag ja eigentlich so, dass das Eckige, da bin ich jetzt normalerweise nicht so pingelig. Hier fand ich es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu doll, muss ich sagen. Und dann obendrein halt noch das, sonst ist es bei den Seaport Secrets ja für mich dann immer so, dass es dann die Geschichte rausreißt, weil die so ganz originelle Ecken hat. Die habe ich jetzt hier nicht wirklich gefunden, muss ich sagen. Dafür war mir das zu einfach gestaltet und zu sehr Kommissar Zufall. Ja, aber ich bin ja auch der olle Meckerbär. So, darf ich mal nicht meckern jetzt? Ja, gerne. Okay, Sherlock Holmes, die geheimen Fälle des Meisterdetektivs. Folge 58, das Musikzimmer von Herman Cyril McNeil. Wieder ein Herman Cyril McNeil, ein Prestige. Das ist, fand ich, eine richtig gute Folge. Und zwar geht es damit los, dass Holmes und Watson eingeladen sind in einem hochherrigen Herrenhaus bei einem Freund von den beiden. Den kennen sie natürlich aus dem Club, wo sonst. Und dieses Haus ist komplett renoviert worden. Ja, merkt man, da ist richtig viel Geld geflossen. Was aber eigentlich kein Wunder ist, denn dieser Bekannte von den beiden, der das halt renovieren lassen, der ist Anteilseigner einer Firma. Und da wird dann schon relativ früh diese Geschichte dieser Firma erzählt, wo man dann als Sherlock Holmes-Hörer weiß, das sollten wir uns vielleicht mal merken. Da ist nämlich der andere Anteilseigner, der den größeren Batzen an diesem Unternehmen hat, ist gestorben und hat seinen Anteil wiederum seinen zwei Kindern, also den Neffen von dem Mann, überlassen. Und so sind es halt jetzt die drei. Und die sind auch alle da und auch noch die Frau von einem. Und da wird eine Schauergeschichte über dieses Haus erzählt. Und zwar wurde dort im titelgebenden Musikzimmer vor Jahren ein Toter gefunden, der ganz übel zugerichtet war. Und das ist ganz merkwürdig, denn der Raum war verschlossen, ne, Sherlock Holmes. Er lag in der Mitte des Raumes mit einem zertrümmerten, also ich habe es mir so vorgestellt, so im Unterkieferbereich war alles so zertrümmert. Also ganz merkwürdig, wie ist das passiert? Ganz komisch. Ja, und diese ganze Atmosphäre und diese Geschichte, wie die erzählt wird, das ist so toll erzählt. Ich fand das granatenstark tatsächlich. Also bis zu dem Zeitpunkt. Und also gut, als man weiß, die Geschichte geht ja noch eine Ecke, dann wird ja im aktuellen Hier und Jetzt auch noch was geschehen. Ja, und so ist es auch. Tatsächlich, des Nächtens tut's einen Schlag. Kurz einhaken darf, hab ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, es geht jetzt tatsächlich ja darum, dass Holmes jetzt am grünen Tisch diesen alten Fall einfach nur aufklärt. Nee, ich habe gedacht, es muss ja jetzt irgendwie auch was Aktuelles kommen. Und dadurch, dass die Situation so dargestellt wurde, auch vorher, habe ich gedacht, na, das muss ja irgendwie jetzt was hier mit dieser Familie da zu tun haben. Des Nächtens tut's einen Schlag. Der große Kronleuchter ist in diesem besagten Musikzimmer runtergefallen und erwischt tatsächlich einen der beiden Neffen, der dann tot unter diesem Kronleuchter liegt. Ja, was merkwürdig ist, also der ist wahrscheinlich von dem Kronleuchter erschlagen worden, aber er hat dann so komische Verletzungen, die auch so explizit noch beschrieben werden. Sie denkt, na, da ist vielleicht doch auch noch was anderes, was da hätte sein können. Ja, und dieser Fall beschäftigt natürlich Holmes. Die Polizei geht davon aus, der Kronleuchter ist auf ihn runtergefallen und ist gut. Ja, aber irgendwas ist da und das lässt Watson und Holmes auch keine Ruhe. Und so geht der Fall dann tatsächlich auch in eine zweite und eine dritte Runde dann. Und was dann hinter diesem Geheimnis steckt, das mag so ein bisschen arg fantastisch daherkommen. Also dieses Rätsel, was da hinter diesem ersten und auch dem zweiten Toten dann stecken könnte. Wie gesagt, das ist so das Einzige, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg drüber, aber dadurch, dass das vorher auch schon immer mal zur Sprache gekommen ist, ich verrate nicht, was es ist, fand ich das auch ganz gut eingebettet. Ja, aber also gerade so die ersten zwei Drittel dieser Geschichte, das fand ich so fantastisch, wie das erzählt wird, also ganz toll. Aber auch wieder, da gilt das Hauptlob wieder Titania, was sie aus diesem Ding da machen, das ist, fand ich fantastisch. Mhm. Und interessant auch, dass wie diese Geschichte endet, da mag man dann gespalten drüber sein. Ich fand es tatsächlich gut. Das hat auch mal so eine ganz andere Farbe irgendwie gehabt. Ja, das stimmt. Das hat mir auch gut gefallen. Ich habe jetzt nur noch mal ein Verständnisproblem. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das möglichst spoilerfrei an dich adressiere.
da steckt ja was dahinter. Also, oder beziehungsweise der erste Todesfall vor 40 Jahren, ja, hat den der Täter mitbekommen? Der war ja wohl eher Zufall, oder? Also der Fall an sich. Ach, ich weiß, was du meinst. Also das, worum es geht, ist ja die Frage, wie der Täter da draufkommt, dass das ja da ist, meinst du? Ja. Wird das nicht irgendwann mal erwähnt? Das weiß ich nämlich nicht mehr, ob der das jetzt gefunden hat. Und er muss aber doch in dem Moment realisiert haben, was da passiert ist und muss das Ganze ja wieder versteckt haben, oder? Das geht ja von selbst. Ach, das geht von selbst. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht ja, dann macht es Sinn, weil dann macht auch das Problem hatte ich. Aber wie kam er denn da drauf? Das verstehe ich nicht. Er hat es gefunden und ihm ist aber nichts passiert aufgrund der Körperkrümmung. Das stimmt, das wird erwähnt. Stimmt, ja, genau. Okay. Ja, genau. Wir hoffen, wir haben nicht zu viel verraten. Ja. Aber also auch da, das ist eigentlich, also in den Händen von jemand anderem wäre das irgendwie so ein traniger Krimi geworden, aber hier ist das einfach so zugeballert mit Atmosphäre. Nee, der ist gut durch Stadt, das ist wirklich ein schöner, also ich mag ja, ich habe mal von John Dixon Carr, der so eine ganze Krimi-Abhandlung über das Problem verschlossenen Raum gemacht hat in einem Detektivroman, bin ich ja total begeistert von dem Thema verschlossene Räume und liebe jede Story, die damit zu tun deswegen hat. Deswegen bist du so ein Fantusen-Fan. Auch fantastisch. Ja. Ja. Also die fand ich auch richtig gut. Ja, anhören, unbedingt. Ja. Unbedingt. Dann zum neuen Bodo Traber. Slug Hunters heißt er. Jagd auf die Jäger ist der Untertitel. Beim WDR ist das Ganze erschienen im Podcast-Format, in dem allseits geliebten momentan. Worum geht's? Es geht um Adira. Adira ist 16 Jahre alt, ist eben an der Schule. Adira ist aber ganz eigen. Also es ist eine Jugendliche, die über besondere Fähigkeiten verfügt. Und die Frage ist halt, woran liegt das? Das hat tatsächlich einen relativ spezifischen Grund, der auch mit ihrer Vergangenheit natürlich zu tun hat, aber halt vor allem, was mit ihren Eltern damals passiert ist. Denn ich glaube, die Katze können wir eigentlich schon relativ früh aus dem Sack lassen, weil wird relativ früh erwähnt, dass ihre Eltern nicht ihre wirklichen Eltern sind. Diesen Verdacht, der wird immer mal relativ früh geäußert und so ist es tatsächlich auch. Ja, und mit ihrer Geburt und dem, was danach passiert ist, hat es eben etwas auf sich. Es geht letztlich um, ich glaube, so viel kann man auch schon verraten, um Tests, Dinge, die eben mit ihr gemacht wurden und auch mit den Eltern. Und das endet halt dann alles letztlich in diesen in tödlichen Fähigkeiten, die sie hat. Es geht um, ob sie ein psychisches Problem hat oder ob das wirklich Stimmen sind, die sie in ihrem Kopf hören kann. Sie kriegt da auch Tabletten dagegen, aber naja, eines Tages kommt jemand an die Schule und wirbt um Leute, also lässt das auch so unterschwellig fallen, um Leute, die eben besondere Fähigkeiten haben. Adira fühlt sich natürlich angesprochen. Das ist so eine Elite-Schule, aber es klingt aber auch alles ein bisschen fishy. Deswegen weiß man jetzt nicht, ergibt das jetzt Sinn, da mitzumachen. Aber da sie eben so ganz sich alleine auf weiter Flur fühlt, nimmt sie da Tuchfühlung zu dieser Frau auf, zu dieser Lehrerin, die eben um diese Schüler mit besonderen Fähigkeiten wirbt. Und die lässt halt dann erkennen, dass sie genau weiß, was sie für Fähigkeiten hat und dass sie eben nicht alleine ist. Und das bringt sie natürlich dazu, dass sie dann dieses Risiko eventuell eingehen will. Zu dem Zeitpunkt lernt sie aber dann jemanden kennen, der auch über besondere Fähigkeiten verfügt. Und da wird es dann großdimensionierter, denn dann geht es in Richtung Verschwörungen, Geheimorganisationen und alles wird eben größer. Und dann kommen auch die Slug Hunters mit ins Spiel. Ja, das ist alles ein bisschen viel. Ja. Und es ist leider, finde ich halt, größtenteils alles sind das Sachen, dass ich denke, das ist hier aus. Aber schon mal irgendwo. Das ist daher. Ja. An einer Stelle fand ich es ganz extrem, wo es dann der Verdacht von einem, von dieser Gruppe geäußert wird, dass da ja Schnecken oder irgendwas in die Ohren können. Heißt das jetzt Animorphs auch noch? Ja. Bei den Animorphs ist das nämlich so, dass da außerirdische Parasiten übers Ohr eingeleitet werden. Ja, das mag auch das Prinzip dahinter sein, ne? Also, dass eben mit diesen Tropen, heißt das doch immer so, gespielt wird.
Aber mir war das zu viel, ganz ehrlich gesagt. Und das hat mich davon abgehalten, wirklich in diese Geschichte einzusteigen und diese Tuchfühlung auch zu den Hauptfiguren aufzunehmen. Die sind mir nämlich immer fremd geblieben tatsächlich. Und ja. Das ist zu beliebig einfach, weil das alles so... Ja, also man hat so auch diese Sprünge, fand ich, zwischen den einzelnen Podcast-Folgen, als dann Adira plötzlich da so diese aus dem Nichts, diese Anführerin da ist. Ja. Das fand ich alles so ein bisschen merkwürdig. Also man hat dann schon so gemerkt, okay, da ist jetzt halt irgendwie eine Lücke dazwischen und in dieser Zeit zwischen diesen Podcast-Folgen ist halt eben auch Zeit vergangen, wodurch sich was geändert hat, aber das war alles so ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich weiß nicht, also mich hat es nicht gekriegt. Ja, also ich fand es tatsächlich leider einen der schwächeren Trabers, da habe ich leider schon, oder leider ist gut, habe ich aber schon Besseres gehört, also ja, das deutlich, hat mich auch deutlich. Nicht wirklich so richtig gezogen. Das ist gut, also sagen wir mal, für das Genre gut inszeniert, also es ist sehr actionreich und aber es ist halt einfach nur so ein Zusammenfügen von verschiedenen Versatzstücken und das war mir dann auch ein bisschen wenig tatsächlich. Für mich hat es auch das Problem gehabt, dass da einiges anderes zum gleichen Zeitpunkt in den Äther gespült wurde, was ich halt bei weitem besser fand. Ja, und aber da kommen wir jetzt leider erst im nächsten, genau. Nächsten Teil dazu. Das ist der Spoiler jetzt für den nächsten Teil, genau. Das sind mir fies. Das ist gemein, ne? Aber wir können ja nichts dafür, der Anwalt hat ja geklopft. Genau, richtig, er ist schuld. Also von daher... lasst euch überraschen, was wir... Es hat geklärt. Ja, es hat geklärt. Sehr schön. Bis demnächst. Dann bis dann. Das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlt...